Die täglichen Fallzahlen sind seit Juli kontinuierlich gestiegen, bis vergangenen Samstag. In dieser Woche ist der weitere Trend bisher noch nicht klar. Nahezu verdoppelt hat sich in den letzten 2 Monaten die Zahl der Tests auf jetzt knapp 1 Million. Wenn man das berücksichtigt und auf die positiven Rate, also den Anteil der Positivergebnisse, schaut, ist seit der ersten Welle im März und April mit dem Spitzenwert von gut 9% keine zweite Welle erkennbar. In der letzten Woche sank die Rate sogar auf 0,88%. Auch die Reproduktionszahl R liegt beim 7-Tages-Wert wieder unter 1. Vor allem aber gibt es anteilsmäßig so wenige schwere Fälle wie noch nie. Nur noch 5% mussten zuletzt ins Krankenhaus. Auch der Anteil der Todesfälle ist noch unter Vorbehalt auf einem Tiefststand. Der Bonner Virologe Streeck sagte dazu am Abend in der ARD: Gefährlich ist es, wenn man wirklich krank wird. Es ist ja ein ernstzunehmendes Virus, aber auf der anderen Seite dürfen wir es nicht überdramatisieren. Mhm. Denn die meisten Infektionen seien nicht gravierend. Die reinen Fallzahlen würden im Herbst noch deutlicher steigen, seien aber kein guter Gradmesser, so Streeck. Wie also weiter umgehen mit den Zahlen und mit dem Virus?